empfangen phasengesteuerte Signale. Wähle einen Kurs durch das Asteroidenfeld. Es wird ihre Abfangsensoren stören und deine Signatur verbergen. Direkt vor dir ist eine Wartungslucke. Daneben kannst du einsteigen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Killzone Shadowfall. Ja, wir haben heute Dienstag, den 18. Februar, schon 20.54 Uhr, ja, fast um 9. Die Explosion muss gewaltig gewesen sein. Ich denke mal, ein Stündchen nehme ich jetzt noch auf. Ja, das ist jetzt Helgarn, wo wir in Teil 2 und 3 waren. Aber dafür, dass der Planet ziemlich zerstört ist, sieht eigentlich noch relativ gut aus. Also man kann sogar noch Städte sehen und Straßen sogar. Ah gut, hier sieht man hier dieses... War das durch eine Petrosid-Bombe oder sowas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder hier dieses Ozon. Die hatten doch auch irgendwie so Ozon oder so als Waffe eingesetzt in Teil 3. Ja. Aber finde ich ganz cool hier mit der Schwerelosigkeit. Ich finde, die Sterne wirken alle ein bisschen sehr groß, oder? Ja, okay, wir müssen dahin. Hier sind sogar Autos. Na gut, die werden hier hochgeschmettert worden sein. Und Gebäudeteile, das fällt mir jetzt gerade mal auf. Und Straßen. Das finde ich auch cool irgendwie. Aber dass der ganze Planet jetzt theoretisch unbewohnbar ist. Und man sieht sogar noch hier diese Weltraumaufzüge. Hier. Ey, das ist ja cool. Da habe ich noch nie so drauf geachtet. Also ich kann mich jetzt zumindest nicht dran besinnen, dass ich das schon mal jetzt so wahrgenommen hatte. Aber wie gesagt, ich weiß ja fast gar nichts mehr von dem Spiel. Also nicht mal allzu viel. Ah, das ist cool gemacht. Ist das nicht auch die Raumstation, wo wir in Teil 3 waren dann und hochgefahren sind? Sieht so aus, oder? Okay, da hoch müssen wir. Ja, wie ich zuvor auch schon mal sagte, also gerade in Dead Space fand ich das auch ziemlich cool hier mit der Schwerelosigkeit, wo man dann sich immer so von der Wand abstoßen muss. Waren zwar meistens eigentlich immer bloß kleine Räume, aber an sich fand ich das cool. Oder wenn dann so richtiger Vakuum war, da hast du eine ganz andere Geräuschkulisse gehabt, halt so richtig dumpf, sag ich mal so halt. Das hat auch eine ziemlich gute Immersion gegeben, sag ich mal so, ja. Ach, hier das Teil, was angedockt ist. Sehr schön. Aber wenn man jetzt überlegt, das ist jetzt 30 Jahre später halt. Das ist jetzt 30 Jahre älter alles. Ja. Ja, die müssen aber noch heiß sein, ne? Also die Ränder. Das sieht alles auch noch so neu aus. Also ich weiß ja nicht, wäre das theoretisch nach 30 Jahren schon etwas, ja, verstaubt, verwittert? Hä? Fußspuren? Na, wer kennt's? Metal Gear Solid. Ja, das kommt übrigens in Anschluss, also direkt nach Killzone, ja. Also nach diesem Teil. Aber vorher nehme ich erstmal was anderes auf. Also wenn wir den dann durch haben, nehme ich dann erstmal Konflikt Vietnam auf. Ja. Oder nein, Medal of Honor. Ja, stimmt. Medal of Honor Heroes 1 und 2 wollte ich ja machen. Stimmt. Die liegen ja auch schon rum. Und danach kommt Konflikt Vietnam. Stimmt. Okay, gehen wir hier runter. Ich glaube, ganz runter sollten wir vielleicht nicht. Oh, schön, wir haben unsere Drohne wieder. Die hatte ich ein wenig vermisst im vorgehenden Level.
Ich wollte schon sagen, im Fragenteil, ja. Da hat man sie natürlich auch nicht dabei gehabt. Du solltest beim Wartungsschacht rauskommen, 1-8. Das ist der schnellste Weg zu den unteren Laboren. Verstanden, 1-8? Ich höre dich laut und deutlich. Du bist auf dem Weg zu den unteren Laboren? Ich weiß, was ich tue. Pass auf, wo du hinschießt. Sag Bescheid, wenn du Massar hast. Pulsar Ende. Warum? Also ich meine, warum soll ich jetzt aufpassen, wo ich hinschieße? Ach, Mist. Ach so, wahrscheinlich schon wegen... Ich nenn's mal, ich denke mal, das wird der Antrieb irgendwie sein, ne? Das sind ja Riesenschläuche. Ich meine, wie befestigt man die eigentlich? Ich meine, solche Riesenteile. Die Frage ist natürlich, wo man hin muss. Runter. Soll ich jetzt runterspringen oder was? Ich riskiere es jetzt einfach mal. Oder? Ja. Mehr als Game Over können wir nicht. Okay. Ja, wollte schon sagen, mehr als ein Game Over werden wir nicht kommen. Na komm. Gehen dann am besten ein bisschen seitlich. Oh, ich dachte, ich bleib jetzt hier hängen. Ah, stimmt. Ist das jetzt nicht das, wo wir direkt auf den Planeten fallen? Also auf den Planeten gehen? Okay, das war jetzt... Ah, doch. Okay. Das war ein Luftkissen. Nice. Ne, ich dachte, dass das jetzt irgendwie so ein... Ja, so eine Sprengung ist, was jetzt erstmal so ein übles Loch reinsprengt, damit wir weiter durchfallen können. Ja, deswegen war ich jetzt gerade etwas verwirrt. Wir sollen weit runter. Aber vorher schauen wir uns mal um hier. Ah, ich habe doch irgendwo welche gehört. Das sind irgendwo irgendwelche Helgas. Ja, heute ist übrigens der erste Part von Medal of Honor Underground online gegangen bei mir. Also auf diesem Kanal. Also bei der heutigen Aufnahmesession. Und ich glaube, der letzte... Genau heute kam auch der letzte Part von Killzone 3. Ja, da merkt ihr schon mal, was für ein Puffer ich jetzt überhaupt habe. Ja, aber gut, mein... Also mein... 16 Uhr Puffer ist größer als mein 15 Uhr Puffer. Ja, weil da habe ich jetzt schon. Ich glaube. Weiß ich jetzt gar nicht. Also direkt Killzone, Shadowfall. Habe ich jetzt, glaube ich, schon 5 Parts hochgeladen. Beziehungsweise es lädt gerade noch der 5. Part. Jetzt in diesem Augenblick, meine ich. Ja, und das ist, glaube ich, auch der 5. April, glaube ich. Also für den 5. April. Ich verstehe gerade bloß gar nicht. Warte mal, was ist denn das? Okay, die haben mich schon mal gehört. Wo auch immer die sind. Okay, das ist eine Kamera. Aber ich meine, wenn sie die Schüsse hören, da können sie auch selber Alarm schlagen. Ach, das sind einfach bloß irgendwelche Lichter. Ich denke, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Art Mine oder sowas. Ja, mir wird angezeigt, dass ich da hinschießen kann und habe ich jetzt einfach mal gedrückt zu L1. Fuck, fuck, fuck. Ja, das war... Okay, können wir uns von der Drohne mal heilen lassen?
Ja, ich hätte das Teil entschärfen können, wie ich gerade festgestellt habe. Wärst du so freundlich? Ich habe eigentlich gerade schon mal L1 gedrückt. Schön würde. Weg. Ja. Hätte man machen sollen, wo ich noch oben war. Okay, die sind aber jetzt deaktiviert. Ich habe jetzt... Ah, stimmt. Oh, die gab's ja auch noch. Die mit der Panzerung. Habe ich aber gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, wir müssen irgendwie diese Petrosit-Stange raus dingsen. Oder? Wir kommen da gerade so ganz leicht etwas hoch. Also ich meine Erinnerung halt, nicht was ihr vielleicht denkt. Na, hier sind ja überall diese Stangen drin. Ich glaube, das wird irgendwie zurückgefahren und wir müssen die dann irgendwie rausziehen oder so. Ah, warte mal, wir nehmen gleich mal... Ja. Dass wir mal noch so eine Waffe haben. Oder war das doch nicht so? Ich dachte. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Nutzen Sie die Betäubungsfunktion des OBL, um feindliche Energieschilde... Ach nein, das müssen wir glauben. Ist da Blitz jetzt Betäubung oder... Ja, ich versuch's jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Mal gucken, ob da jetzt irgendwie betäuben. Okay, sehr schön. Ja, noch nicht aufgeladen. So, bist du aufgeladen? Ja, Verzeihung. Ja, erstmal kurz wieder hoch. Wo ist der? Ist er jetzt auch hoch? Ja. Komm, betäub ihn. Sehr schön. Hier sind wieder diese Petrosit-Behälter. Die gab es ja schon ab Teil 2. Wie gesagt, in Teil 2, da sind wir in einer Art, ich nenne es mal Bergwerk oder so halt, wo das dann, ich nenne es mal abgebaut wird oder gewonnen wird halt, woraus die halt ihre Energiequelle gewinnen. Das finde ich auch ganz cool. Und da hat man eine übelst geile Waffe halt, wo man theoretisch unendlich Munition hatten. Die brauchte man eigentlich immer bloß aufzuladen. Hier könnt ihr pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Indem wir einen Hebel gezogen haben. Und die hat sich unendlich immer wieder aufgeladen. Also die wurde nie leer. Und die Waffe fand ich ziemlich cool. Aber die gab es halt wirklich nur in den einen Level, in diesen einen Teil. Ja. Auch finde ich schade, die Waffe von Rico, die gab es bisher auch bloß in Teil 1. Also im ersten Teil von Rico. Also von Rico die Waffe halt. Ja. Da hatten wir vier Charaktere. Einmal Templar, Luca, Rico und Hager.
Ja. Und Rico, der hatte so halt, also jetzt für die, die das jetzt nicht kennen, der hatte halt so eine übelst fette Waffe, die dann halt, ja, gab es auch einen ziemlich coolen Nahkampf-Move, ja. Und die Waffe gab es leider in den anderen Teilen gar nicht mehr. Was ich schade finde. Ja, ich hätte den wahrscheinlich für oben einfach mit Heimlichkill ausknipsen können. Lass mal kurz umschauen. Okay. Ah, jetzt hänge ich hier fest. Können wir gleich zwei erwischen? Oh, das ist schön. Das ist ja nett. Okay, die hätten wir schon mal. So, nochmal nachladen. Okay, wir sollten uns vielleicht doch mal etwas ausruhen. Hier hinten ist nur eine Kamera. Eine Überwachungskamera. Okay, die haben wir. Aber ihr wart doch noch irgendwo, ja. Hier war doch auch noch einer, oder? Explodiert das hier? Ja. Ich habe ihn gerade gesehen. Na, sag mal, was machst denn du hier? So. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal runter. Wir haben noch ein bisschen Adrenalin.